Die Don Pepin, My Father Numero 1. Die Zigarre vom Sohn für den Vater. Mal schauen, ob das gelungen ist. Hallo zusammen und herzlich willkommen hier bei mir auf dem Zigarrenbalkon. Ich habe heute eine Zigarre aus Nicaragua mitgebracht. Die Don Pepin, My Father Numero 1. Das ist eine Robusto von der Vitola her. Wir haben hier aber weder die klassische Länge noch das klassische Ringmaß, sondern eine etwas kreativere Auslegung mit einer Länge von 133,4 mm und einem Durchmesser von 20,64 mm, womit wir auf das 52er Ringmaß kommen. Das heißt, die Rauchdauer ist so bei 50 Minuten. Vollständig von Hand gefertigt aus Longfiller-Tabaken. Natürlich. Als Verkaufsformat gibt es hier 23er halb habilitierte Kisten in so einer schönen dunkelbraunen Lackierung. An Tabaken haben wir hier ein H2000 aus Ecuador als Deckblatt und das Umblatt und die Einlage sind beide aus Nicaragua und nicht weiter spezifiziert. Schauen wir uns das Deckblatt doch mal an und das hat so einen schönen satten Braunton, nennt man auch Rosado. Und wir haben hier relativ feine Blattadern. Die Nähte sind so gut wie nicht zu sehen. Aber wir haben eine ganz deutliche Beschädigung. Hier ist ein richtiges Loch im Deckblatt drinnen. Und wir haben hier auch, ja, ziemlich fleckig ist es auch. Wir haben hier so dunkle, fast schwarze Punkte. Das sind einfach Stellen mit erhöhter Zuckeransammlung, haben auf den Geschmack überhaupt keinerlei Auswirkungen. Es ist ein rein optischer Mangel. Gucken wir uns mal den Kaltgeruch an. Sehr ledrig, sehr viel Holz und Erde ist dabei, aber auch so eine leichte schokoladige Süße. Schneiden wir sie mal an und gucken uns den Zugwiderstand an. Einwandfrei, überhaupt kein Problem. Vom Kaltzug her. Extrem viel Leder, sehr viel Erde, klein wenig Holz. So eine schokoladige Süße ist auch dabei und gibt so ein ganz leichtes Bitzeln auf der Zunge. Zünden wir sie mal an und gucken, was die ersten Züge so bringen. So, schauen wir mal. Sehr schön cremig. Eine leichte Süße auf jeden Fall auch schon dabei. Im Moment noch eher auf der milden Seite. So etwas Erdiges, Holziges ist auf jeden Fall auch schon dabei. Wir sehen uns gleich im ersten Drittel wie übrig mit der Story hinter Don Pepin. Bis gleich. Im ersten Drittel ist die Zigarre leicht cremig, sehr ledrig und holzig. Das sind auf jeden Fall hier die dominanten Aromen. Aber im Hintergrund schwingt immer noch so eine leichte Süße mit. Der Name der Marke geht auf Pepin Garcia zurück, wobei das eigentlich der Spitzname ist. Der formal korrekte Name wäre José Garcia. Und er ist ein Kubaner. Der wurde 1950 auf Kuba geboren, direkt in eine große Familie an Tabakbauern und Tabakrollern hinein, also die allerbesten Voraussetzungen, um in der Zigarrenindustrie Fuß zu fassen. Und ja, verwunderlich ist es nicht, dass er dann direkt im Alter von 11 Jahren schon in der Zigarrenfabrik eines Onkels als Zigarrenroller angefangen hat. Mit 13 gab es dann schon den ersten Jobwechsel als Roller in einer anderen Zigarrenfabrik und seitdem hat er eigentlich durchgehend in der kubanischen Zigarrenindustrie gearbeitet. Als Roller, als Blender, auch in der Qualitätssicherung. Und er hat eigentlich überall diesen höchsten Rang als Master Blender und Master Roller erreicht. Und er war super angesehen in der kubanischen Zigarrenindustrie und hat auch einiges dort an Auszeichnungen gewonnen. Aber nach 40 Jahren war es dann wohl mal irgendwie Zeit für einen kleinen Tapetenwechsel. Und in 2001 ist er dann nach Nicaragua
ausgewandert. Von dort ging es dann super schnell schon direkt weiter nach Miami, also in die USA. Und dort hat er dann seine erste eigene Firma gegründet, die hieß El Rey de los Habanos, also der König der Habanos. Und dort hat er dann mit ersten Auftragsfertigungen für andere Firmen angefangen. Am prominentesten ist hier Pete Johnson mit seiner Tatouage. Und die hat er dann in so einer kleinen Manufaktur auch direkt in Miami hergestellt. Und damit war er sehr erfolgreich und seine Zigarren haben sehr hohe Ratings, auch im Cigar Aficionado bekommen. Und deswegen waren die Leute alle irgendwann total heiß drauf, dass sie endlich mal eine Marke unter seinem eigenen Namen, also direkt von ihm, bekommen. Und ja, das konnte er mit seiner kleinen Fabrik in Miami natürlich nicht handeln. Also hat er dann in 2009 eine zweite und neue Fabrik in Nicaragua gegründet. Und da gab es dann auch zu dem Zeitpunkt eine Namensänderung zu My Father Cigars, benannt nach einer Zigarre, die sein Sohn Jamie für ihn geblendet hat. Die Story geht so, dass der Sohn Jamie ohne das Wissen seines Vaters in Nicaragua unterwegs war, um dort so eine Geburtstagszigarre für ihn zu kreieren. Und aus einer wurden dann tatsächlich noch drei. Und dem Vater haben die alle so gut gefallen, er hat sie alle noch direkt am ersten Abend alle drei geraucht, dass er dann da eine eigene Serie, My Father, draus gemacht hat, inklusive der Namensänderung der Firma. Ja, wenn das kein gelungenes Geburtstagsgeschenk ist, dann weiß ich auch nicht. Und seitdem ist er dann einer der erfolgreichsten Zigarrenproduzenten weltweit. Sein Ziel ist generell, Zigarren zu kreieren, die geschmacklich so nah wie möglich an den kubanischen Originalzigarren dran sind. Also ich würde sagen, es ist mal eine sehr interessante Marke und da habe ich bestimmt auch noch nicht die letzte Zigarre von geraucht. Wir sehen uns gleich im nächsten Drittel mit der Preisanalyse. Bis gleich. Im zweiten Drittel ist die Zigarre immer noch äußerst holzig und erdig. So eine kleine leichte Süße ist trotzdem immer noch mit dabei. Überraschenderweise habe ich überhaupt gar keine Schärfe. Da gab es im Aromenrad bei Cigarworld einen deutlichen Ausschlag. Keine Ahnung, warum ich das hier jetzt nicht habe. In meinem Exemplar, was ich neulich geraucht habe, gab es auch keine Schärfe. Ich finde es gut, aber daran sieht man mal wieder, wie unterschiedlich die Wahrnehmungen und die Geschmäcker sind. Ich bin jetzt gespannt, wie es hier weitergeht. Hier ist nämlich das Deckblatt im Prinzip auf der vollen verbleibenden Länge von der Zigarre aufgerissen. Es wird nur noch hier von der Banderole festgehalten. Das hat schon Potenzial für ein kleines Fiasko, wenn ich es gleich abmache. Ich würde sagen, wir probieren das jetzt einfach mal vorsichtig aus und gucken, ob sie sich dann komplett zerlegt. Ja, es hält aber gerade so. Gerade so. Naja, mal gucken, wie sie sich gleich noch im weiteren Verlauf verhält. Vom Preis her liegen wir hier bei ordentlichen 15,50 Euro. Nicht vergessen, die ist ein kleines Stückchen größer als der normale Robusto. Da darf auch der Preis ein ganz klein wenig höher sein. Über ein Volumen von 44,6 Kubikzentimetern kommen wir auf einen Basispreis von 28 Cent. Wenn wir uns mal innerhalb der Serie umgucken, die günstigste wäre die Nummer 5, die liegt bei 20 Cent. Dann hätte man die Cedros Eminentes, die liegt bei 23 Cent. Und die beiden teuren aus der Serie sind die Nummer 4, die liegt bei 38 Cent. Und die Garcia y Garcia Toro Deluxe liegt bei ordentlichen 65 Cent. Die Zigarre kostet sage und schreibe 40 Euro, ist aber auch so, ja, keine Limitada, aber hart an der Grenze dazu. Damit kommen wir auf einen Schnitt bei der My Father hier von 33 Cent. Wir sind mit der Robusto hier also eher so im mittleren Bereich der Serie angesiedelt, wobei der Durchschnittspreis von diesen beiden letzten teuren Zigarren schon durchaus ordentlich nach oben gepusht wird. Don Pepin hat aber auch eine super günstige Serie im Portfolio, die Fernandez Mendoza. Das ist eine Bundle-Zigarre, die ist auch ohne Banderole, die liegt bei 7 Cent. Dann hätten wir die Le Bijou 1922, die liegt bei 33 Cent. Das ist dann die teuerste Serie und Don Pepin liegt insgesamt bei 22 Cent. Das heißt hier, die My Father-Linie ist die teuerste Linie im ganzen Portfolio und die Nummer 1 liegt ja auch eher am preislichen oberen Ende der Marke. Insgesamt ist sie die 12 teuerste hier aus der Marke bei insgesamt 89 Vitolas, die es in Deutschland zu kaufen gibt. Als Alternativzigarren im genau dem gleichen Format, also
gleiche Länge und gleiches Ringmaß, hätten wir die Umnum Canyonazzo, die liegt auch bei fantastischen 6 Cent. Dann hätten wir die Alec Bradley Races Robusto, die liegt bei 19 Cent. Die ADV The Navigator Vespucci, die hatte ich ja auch mal im Review, die liegt bei 22 Cent. Und die teuerste ist wieder mal eine Davidoff, die Winston Churchill Robusto, die liegt bei 45 Cent. Wir sind hier also definitiv am oberen Ende der mittelpreisigen Zigarren. Ja, mal gucken, wie es weitergeht. Ich hoffe, wir sehen uns gleich noch im letzten Drittel mit einer einigermaßen intakten Zigarre und reden dann ein bisschen über Ratings und ich komme zu meinem Fazit. Bis gleich. Im letzten Drittel hält die Zigarre gerade noch so durcheinander. Das ist schon hier ein ordentlicher Riss, der hier an der Seite klafft. Aber zum Glück ist das Umblatt unbeschädigt und die Zigarre zieht keine Nebenluft. Also rauchbar ist sie definitiv auf jeden Fall noch, aber es sieht halt wirklich nicht schön aus. Ja, geschmacklich sind wir hier immer noch auf der holzig-erdigen Seite. Diese subtile Süße, die die ganze Zeit als Begleitung dabei war, die ist jetzt verschwunden. Und jetzt habe ich tatsächlich auch noch etwas Pfeffer bekommen auf den letzten Zentimetern. Der Abbrand per se war eigentlich kein Problem. Ist natürlich schade, dass das Deckblatt jetzt hier an der Seite so aufgerissen ist, aber das passiert halt mal. Betrifft eigentlich immer nur einzelne Zigarren. Ein richtiges Problem, was die ganze Serie betrifft, ist es eigentlich extremst selten. Kommt von, ja, kann mit der Lagerung zusammenhängen oder die Zigarre hat irgendwie mechanisch auf dem Transportweg irgendwie mal was abgekriegt. Das Deckblatt war ja vorher auch schon ein bisschen beschädigt. Also ja, manchmal hat man halt einfach Pech. Die Bewertungen bei Cigar Aficionado, da gibt es insgesamt 7 Ratings im Zeitraum 2008 bis 2020. Die Range geht von 86 bis 94 Punkten und der Schnitt liegt bei 90,85 Punkten. Von der Nikotinstärke her liegt sie so im niedrigeren, mittleren Bereich. Und ich fand es nichtsdestotrotz, dass sie eine schöne, leckere Zigarre war. Sie geht so ein bisschen in der Masse unter, finde ich, weil sie jetzt nicht so das mega Alleinstellungsmerkmal hat. Cigarworld hat laut eigener Angabe über 1 Million Zigarren im Portfolio. Und da muss man sich halt schon sehr anstrengen, um irgendwie aus der Masse herauszustechen. Wahrscheinlich ist auch genau das der Grund, warum es immer aggressiveres Marketing und diese ganzen auffälligen Aufmachungen gibt. So wirklich an Kuba hat sie mich auch nicht erinnert, wobei das ja aber der Blend vom Sohn Jamie ist und nicht von Don Pepin selbst. Insofern werde ich später sicherlich nochmal eine andere Zigarre aus einer anderen Linie probieren und gucken, ob die dann ein klein wenig mehr an das kubanische Original herankommt. Ja, damit ihr nicht die nächsten 1 Million Videos von mir verpasst, abzüglich der, die ich natürlich schon gedreht habe, Kanal abonnieren, auf die Glocke drücken, dann seid ihr sicher, dass ihr keine zukünftigen Videos verpasst. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen, macht's gut, bis bald und auf Wiedersehen.